Tja. Ja, das ist auch immer sehr interessant. Was ich auch einmal miterlebt habe, wo ich auch schon dachte, okay, das ist jetzt aber schon so ein bisschen Amtsmissbrauch, ne? Das waren, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Polizei oder Feuerwehr. Auf jeden Fall ein Transporter, wo ein paar mehr Leute reinpassen. So. Sind die bei uns gegenüber vom Rathaus ist unter anderem eine Eisdiele. Vor dieser Eisdiele ist eine Reihe Bushaltestellen. Die haben Blaulicht angemacht, sind bei den Bushaltestellen auf dem Gehweg raufgefahren. Haben das Fahrzeug vor der Eisdiele abgestellt. Einer ist raus und hat dann, und ist dann erstmal in die Eisdiele rein. Wo ich mir auch nur so, weißt du, das hätte wunderbar in das Programm von Kristall reingepasst. Darf der das? ja. Mein Onkel, der arbeitet auch bei der Feuerwehr, ist da Fahrlehrer insbesondere. Also, ich glaube, er geht auch auf Löscheinsätze, aber hauptsächlich halt Fahrlehrer. Jo. Der ist irgendwann bei uns damals vom alten Haus vorgefahren. Er hatte so einen Azubi dabei, eine Fahrschüler dabei. Und ne, in so einem großen Truck halt. Und dann durften wir Steine schleppen. So, weil er hatte irgendwie so Bruchsteine gehabt. Keine Ahnung, ob er die bei sich zu Hause hatte und meine Mutter hat gesagt, oh, gerne. Ne, oder sonst irgendwoher. Und fährt halt vor, so meine Mutter ruft mich runter. Sagt so, ja, wir müssen jetzt mal ganz kurz Steine schleppen. Ich so, okay. Sehe das Feuerwehrauto draußen, denke mir so, okay. Warum? Sehe mein Onkel so, okay, warum Quadrat? Und der Azubi steht halt da, ne, denkt sich so, ah, okay, gut, ist wohl gerade einfach nur ein bisschen, Überraschung, ne? ja, ist gerade so ein bisschen Pause. Und mein Onkel so, ja, steht da nicht so doof rum und hilft beim Rumschleppen. Warum? Er schaut mein Onkel an, er schaut mich an, ich so einfach Schulter zu. So, ja, hast du gehört, ne? Musst du wohl, ne? Nicht mein Ding. Nicht mein Problem. So, Fahrschüler, die sagen, ah, okay, wir machen gerade 5 Minuten Pause, nice, wunderbar. Schleppt dann so doofe Steine rum. Und als ich letztens auf der Hochzeit von meinem Cousin war, hatte mein Onkel nochmal geredet. Ja, bei mir auf der Station reden die Fahrschüler noch immer darüber, wie einfach mein Neffe in Socken Steine geschleppt hat. Ich so, ah, darüber reden sie nicht, dass sie Steine schleppen mussten als Fahrschüler. Okay. Prioritäten. Prioritäten, ja. Es wird, ne, wirst runtergerufen, denkst du nicht, ah, jetzt musst du Steine schleppen, dementsprechend halt Sockfuß umhergelaufen, so, ah, okay, gut. Ah. Schlimme Jo. ist, die Steine sind noch immer existent. Die sind jetzt aber im Keller. Nee, gar nicht, die sind im Garten sogar. Jetzt, weil wir umgezogen sind. Jo. So, hat auch ein anderer Cousin, ich habe viele Cousins, ein anderer Cousin mitgeholfen. Und Kev beim Steine schleppen und mein Stiefbruder. Und sowohl mein Stiefbruder als auch Kev schauen mich so an, so, warum sollen wir jetzt Steine schleppen? Ich so, keine Ahnung. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass sie mitkommen. Tja. Es war auch kein unbedingt schönes Wochenende für meinen Körper. Das war quasi mein Umzug gewesen. Nein, Okay. die jetzige Butze, wo ich bin. Und da, wenn man aus einem großen Haus auszieht und so viel Scheiße, wie sich ansammelt, das glaubst du kaum, ne? Ja. Na, da hatte Kev geholfen. Und dann am nächsten Tag hatte Kev seinen Umzug. Da habe ich ihm Oh. geholfen.
Oh shit. Laufe ich einfach so in Jogginghose, irgendeinem Flattershirt zu ihm so, ah, okay, helfen wir mal. Oh. Und dann halt quasi Jogginghose, Flattershirt und Schweißgeruch wieder nach Hause. Das war ein Wochenende, wo ich mir gedacht habe, ja, die Pizza hast du verdient. So, die darfst du essen, ohne dass du dich schlecht fühlst. Wobei mein nächster Umzug würde dann ganz gerne in meine eigene Butze. Das wäre schön. Goddammit, wie viele Wasserlöcher habe ich hier eigentlich gebuddelt? Diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Es wäre sehr schön, wenn du das könntest. Dann wüsste ich nämlich, wie viele Trapdoors ich noch machen muss. Was ist da? Ja, da ist überall Wasser drin. Ja, das sind nämlich jetzt die letzten Felder. Dann ist so ziemlich alles hier voll mit Feldern. Okay. Na, sobald ich dann halt natürlich noch die Felder angelegt habe. Aber... das ist, glaube ich, das geringste meiner Probleme. Meinst du? Ich behaupte es mal. Okay. Wenn es nicht die Wahrheit ist, dann lüge ich. Lüge, das Lüge. Nein, oh. Ich bin sehr froh, dass die Wassermechanik so funktioniert, dass es immer die nächste Dings sucht. Ab. Runter, Ding, Block. Du verstehst, was ich möchte, oder? Ja, ja. Gut. Das ist genau die Mechanik, die mich beim Aushöhlen eines Lavasees irgendwie nicht ankotzt. Du bist immer noch am Lavasee? Ja. Holy moly, das Ding ist ja einfach gigantisch. Ja, ist es. Ich habe mittlerweile noch mal 11 Stacks. Ich habe leider keine Level, um dir irgendwie noch mal eine Spitzhacke zu reparieren. Die ist auch... noch nicht wirklich großartig angebrochen. Ah, okay. Ja, ich meine, das Ding hat halt einfach mal Haltbarkeit 3. Na, okay, das ist auch wieder wahr. So, von daher. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da, genau, sehr schön. Noch 2 Wasserlöcher und da das ist dann... Nur so, weißt du, Haltbarkeit 3 und Effizienz 4, das kriegst du halt nicht so schnell raufverzaubert. Deswegen wollte ich die dann doch lieber reparieren, als... das ist nachvollziehbar. Als sie kaputt gehen zu lassen. Dass da noch Silk Touch mit drauf ist, ist auch ganz praktisch. Ja. 1, 2, 3... warte, machen wir es anders. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 3. 24. Das hat jetzt länger gedauert, als ich zugeben möchte. Ja, ich wollte dir auch gerade Hilfestellung geben. 31. Also kleines 1x1 ist halt eigentlich so Grundschule, ne? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Das ist dann schon wieder 5x8 plus 2. Und 41... Außerdem, dass die Antwort 42 ist, das ist doch eigentlich klar gewesen, oder? So, ich habe aber nicht so viel Holz, ne? Doch, müsste ich eigentlich haben, oder? Fluss? Schauen wir mal, ob ich so viel Holz habe. Dass die Workbench einfach am anderen Ende des Universums ist. Des uns bekannten Universums vor allem. Dass du dir nicht einfach aus 4 Holzen noch eine fucking neue Workbench baust. Nee. Denn das wären viel weniger Holz, die ich für Trapdoors hätte. Du weißt schon, dass du
4 Holz aus einem Lock rauskriegst. Okay. Möchte ich jetzt die Bäume fällen oder möchte ich jetzt mal ganz... Vielleicht habe ich noch irgendwo... Ach, es gibt ja jetzt... Ah, shit. Ich muss jetzt nach Oakholz. Oh, hier habe ich kein... Ah! Alles gut. Es gibt unterschiedliche Trapdoor-Farben. So, und doch. Das gab es ja früher nicht. Das heißt, früher konnte ich einfach Trapdoors aus jedem Material bauen und gut war. Die sahen alle gleich aus, ja, stimmt. So, dann machen wir mal so. Pop, 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 pop. So, und hier kommt dann vermutlich das letzte Haus hin. Das ist so gut, dass man einfach, ups, dass man einfach Trapdoors und sowas jetzt in Wasser stellen kann. Und dass es Probleme gibt. Vermutlich mit einer der besten Änderungen aller Zeiten. Und so simpel. Tja. Schönheit kann so simpel sein. Aus welcher Werbung hast du denn den Spruch? Das weiß ich nicht. Das frage ich mich gerade selber. So, das war doch bestimmt irgendeine Werbung. Nur welche? Ist wahrscheinlich irgendeine Autowerbung. Ja. Ich meine, die beschreiben ja Autos so, als würden sie ganz gerne Spaß mit denen haben. Also Erwachsenen Spaß. Also, das könnte doch immer Führerschein bedeuten. Goddammit. Verbotenen Spaß? Also, wäre es denn verboten? Keine Ahnung. Nicht jugendfreien Spaß. So. Nicht kika-freundlich. Genau. Kennt jemand noch Kika überhaupt oder darf ich mich jetzt alt fühlen? Tja, also ich sag's mal so, wenn ich dir jetzt sage, dass ich es noch kenne, das bringt nicht viel. Leider nicht, nein. Außer, dass wir uns gemeinsam alt fühlen können. Ja, gut. Ich meine, jetzt auch schon mal was, ne? Yay, wir sind beide alt. Woo! So. Wir sind nicht allein. Allein, allein. Allein, allein. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 brauche ich noch. So, habe ich da hinten Oak Wood. Professor Oak, ich brauche hier Wood. Get it, weil... Mann, war der witzig. Weil Wood ein Euphemismus ist für Holz. Oh, wow. Oder ich fällt hier einfach ein paar Bäume, das geht ja eigentlich auch. Da hinten dürfte ich halt relativ wenig Oakwood haben. Ist voll awkward. Ist voll awkward. Get it? It's funny. It's funny because it's not funny. Story of me. Story of Brian's life. Life of Brian. Ich frage mich, ob Kinder heutzutage, Jugendliche heutzutage das noch kennen. Tja. Da hätte ich noch mehr Okay-Fans. Das ist das, was ich vermutet habe. Okay, aber ich habe hier noch ein paar Baby-Oaks. Gut, dann nehmen wir unsere Stone-Axe und fällen ein paar Jahrhunderte alte Eichen und ersetzen sie nicht. So, da sind welche. Das erinnert mich so ein bisschen an irgendeinen Newsartikel, den ich irgendwann mal gelesen habe. Jetzt schon ein bisschen länger her. In dem gesagt wurde, in einem positiven Licht gesagt wurde,
Wissenschaftler vermuten, dass wir mehr Bäume oder dass wir mehr Wälder auf der Erde haben, als bisher angenommen. Okay. Wo ich mir so dachte, wie könnt ihr das positiv finden? So, unser Weltklima geht zugrunde. Und ihr so, ah, wir haben vermutlich noch mehr Bäume hier. Das bedeutet einfach, dass die Bäume, die wir schon alle wegrohen, einfach noch einen größeren Einfluss haben, als wir persönlich glauben können. Ich so, ja, Journalismus, 1 und 1. Hey, das heißt, das Wegroden eines geringeren Prozentsatzes an Bäumen hat immer noch den gleichen beschissenen Effekt. Hast du eigentlich, ich versuche ja eigentlich Politthemen oder sowas zu vermeiden, aber das fand ich einfach zu gut. Hast du den Tweet von, ich glaube Christian Lindner heißt der, ne? Von der FDP gesehen? Welchen meinst du genau? Wo er gesagt hat, dass man hier Klimaschutz ist keine Kindersache. Man sollte die Profis das machen lassen. Oder irgendwie so, hat er das gesagt? Nee, hatte ich tatsächlich nicht gesehen, aber allein wenn ich das schon höre, finde ich das sehr lustig, weil Profis kümmern sich ja nicht, also müssen die Kinder ran. Ja. Hey. Ich habe ihn so gelesen und so gedacht, da hat wer gesehen, was die CDU, CSU gerade macht, ist super. So wenig Beliebtheit, das kriege ich auch hin. Just look at me go. Ja. Und dass er das dann noch versucht hat zu verteidigen, fand ich noch besser. Das ist wie so, weißt du, wie wenn du nach einer Klausur hingehst und sagst, könnten sie meine 5 minus nicht zu einer 3 hochrunden? Da habe ich schon fast versucht, klug zu sein. Ja, es ist... Politik halt. Ja. Es ist großartig. So. Und sich dann aber wundern, warum so viele Leute politikverdrossen sind. Tja. Oh. Warum möchte denn niemand wählen? Oh. Ja, wobei die Politikverdrossenheit ist ja nicht nur ein Problem von den Politikern, sondern auch von der allgemeinen Gesellschaft, dass man sich davon anstecken lässt, ne? Ja klar, logisch. Also ich verstehe es, ne, wenn man das so hört, dann denke ich mir auch so, ach scheiße, Mann, was ist denn das für ein Müll? Aber ne, man darf sich halt davon nicht einnehmen lassen. Ich meine, wir leben in einer Demokratie und du hast die beste Superkraft, die existiert. Du kannst wählen. Ja. Ne, dementsprechend geht wählen. Insbesondere bei den jetzt kommenden Europawahlen. Oh ja. Und, nie mehr CDU und so, ne? Ja, wenn man schon dabei ist, die Leute zu manipulieren, dann richtig. Ja, wir sind ja auch alle nur Bots. Ah, ja. Ja, richtig. Ja. So, dann mache ich gleich noch die Felder zumindest, ne, dass ich mit der Hacke einmal drüber gehe. Aber dann würde ich, nachdem ich mit der Hacke drüber gegangen bin, den Stream auch beenden. Möchtest du dir dann noch mal kurz so ansehen, wie groß der Lavasee war? Ja, das mache ich dann. Ich mache jetzt noch die Felder eben schnell und dann schaue ich mir mal den Lavasee an. Hallo Schaf, du bist nur minimal im Weg. Danke Schaf. Also dein Zuckerrohr ist fast fertig. Ich habe hier gerade mal wieder geerntet und platziert und so. Die letzte Reihe muss noch vollendet werden. Zuckerrohr ist auch erstaunlich, wie gut das einfach wächst. Ja, das stimmt. So. Dann schaue ich dir hier mal, dann mache ich mal das, was ich am besten kann, anderen beim Arbeiten zu gucken. So, machen wir mal die untere Leiste für unsere Hose frei. Das ist echt super. Hier werde ich auch eine Art von Dreifelderwirtschaft einführen oder so. Ich werde hier keine... Shit, ist das ein Riesenfeld. Ich bin hier schon am Ende. Ja, bist du.
So, ich wollte mir einmal die Outlines zumindest machen. Das ist, ja, ich habe das gesehen und mir so gedacht, komm, machst du einfach ja, nochmal ein großes Feld. Übrigens, wann immer du hier drüber gehst, alle paar Minuten wirst du entweder einen krummeln, ein kaputtes Modem oder sonst irgendwelche Geräusche hören. Okay. Hier drunter ist nämlich eine Höhle. Also es war mal, ja, es gehörte mal zu dem Flachland, aber dann habe ich drüber gepflastert und mir gedacht, ah, oh, jetzt ist doch schon besser. Ja. So, dann müssen wir jetzt hier noch die ganzen Ticks abwarten, sogar bis das alles bewässert ist. Ja gut, das sollte ja so lange nicht dauern. Ja. So, und jetzt nicht aus Versehen die Trapdoors aktivieren. Wieso nicht? Ist denn das Wasser weg? Nope. Aber wenn du reinfällst, springst du ja quasi raus und damit kannst du Felder kaputt machen. Ach so. Mensch, das ist ja... Faulheit. Ja, mein Gott. Von dem Eisen, was du mir gegeben hast, habe ich übrigens heute schon fast durch einen kompletten Stack mich durchgebrannt. Jetzt überleg mal, durch wie viel Stein du dich durchgebrannt hättest. Ich meine, Cobblestone habe ich mehr als genug. Ich habe da noch ein paar Kisten. Ich habe auch noch einige Stacks Eisen, so ist nicht. Ich habe jetzt allein heute beim Ausheben des Lavasees knappe Stack Eisen. Du bist ja auch in einem neuen Gebiet, ne? Also, gut, für mich ist neues Gebiet quasi alles, was Beta ist, noch immer im Kopf. Na, dadurch, dass ich da hinten im Alpha-Gebiet gestartet habe und dort auch noch immer viel rumbuddel, sehe ich halt wenig Ressourcen. Ja gut, dann, dann ja. Da war ich schon, da ich habe mir so unterirdische Dioramen quasi gemacht. Ja, so 13 Kubik Räume, in denen ich unterschiedliche Bäume und sowas reinsetze. Und da habe ich halt, ich glaube, 6 Diamanten gefunden, wenn überhaupt. Vielleicht 9. Also nicht so viele. Die ist kaputt. Er hat mitgedacht. Ja, ich habe jetzt für einen kurzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe für einen kurzen Moment drüber nachgedacht. So, möchtest du? Na. Willst du Schattenborn, die ich hier anwesend für Workbench mitnehmen? So, dann einmal noch ein bisschen Platz machen. Ich weiß noch, vor einigen Jahren, als ich das erste Mal in diesem Minecraft-Wahn drin war, so, oh, Minecraft, hat ein Freund von mir so gesagt, ja, wann immer ich einen Diamanten finde, stecke ich den gerne in eine Schaufel rein. Und ich ihn richtig hart für geflamed habe, so, oh, bist du denn doof, warum willst du eine Diamantschaufel, damit kannst du doch gar nichts machen, das ist doch voll doof. Warum nicht lieber sparen auf was Sinnvolles? Heutzutage verstehe ich, warum eine Diamantschaufel. Ja. Ich habe auch eine Diamantschaufel und die ist sogar verzaubert. Ja. Ich würde halt wirklich gerne wissen, welches Level ich hätte, wäre ich nicht einmal gestorben. Diese Diamantschaufel ist übrigens furchtbar zum Gravel-Farmen. Warum? Sie hat Fortune 3. Ich verstehe. Ich bekomme kein Gravel mehr dazu zu 100% Flint. Oh nee, das ist halt wirklich bad. Aber da ist eine Muku. Jesus Christ, das Feld ist halt wirklich groß, wenn ich mir das so angucke. Nun! Ach. Ja, wenn ich die Wasserlöcher setze, ist das halt. Fällt das nicht so auf. Ja, das glaube ich. Na, aber dadurch, dass die Wasserlöcher quasi in einem Vierer-Radius
beziehungsweise mit einem Durchmesser von 8 existieren, wird das größer. Na, der diesmal habe ich Durchmesser und Radius richtig. Ja, der Durchmesser ist aber 9. Shut up. Shut up. Ey, selber schuld, wenn du dem Besserwisser par excellence sagst. Ja, übrigens, ich bin im Voice. Hey, es regnet. Es regnet. Das ist sogar normaler Regen, wenn ich das richtig sehe. Ja, der wird nass. Das wird ewig dauern, das hier alles Oh, das wird ewig dauern. Ja, wird es. Ich meine, ich muss ja noch die ganzen Häuser bauen. In der Zeit kann ich quasi das wachsen lassen. Und dann... Ja, Mist. Die Inksex brauche ich sogar. Für ja, den schwarzen... Ich bin auf dem Weg hierher die beiden Tintenfische anliegen. Ich werde auch ewig viel Bone Meal brauchen, ne, für den weißen Asphalt. Das wird auch kein Spaß. Ja, also ich meine, ich glaube, ich habe 45 Knochen oder sowas noch bei mir rumliegen. Ja, ich werde vielleicht aber demnächst mal Monster anmachen und dann mit Monster aber spielen. Aber du musst halt einfach nur mal auf leicht spielen statt auf peaceful und nachts ein paar Skelette klopfen, da kriegst du mehr als genug. Mhm. Ich meine, ich habe ja sogar die Explosion von Creepern ausgestellt. Hm. Na, also, dass die Schaden macht an Blöcken. Was? Ja, ja. Mob Griefing. Finde ich auch besser, dass man das ausstellen kann. Ja, das einzige Problem ist, dass die Villager sich dadurch nicht mehr vermehren können. Ja, gut, das ist ja. Wäre halt cool, könnte man da irgendwie. Das, wie schimpft es sich? Das so machen, dass Villager das noch können. Hm. Komm. So viel ist nicht mehr. Ich brenne mich gerade durch 10 Hose übrigens durch, die ich gemacht habe. Wie gesagt, stell jetzt mal vor, du müsstest das mit Steinhose machen. Ich meine, die Geschwindigkeit vom Feldmachen ändert sich ja nicht. Was ich wüsste. Nur die Haltbar- die Eisenspitzhacken haben dreifache Haltbarkeit. Ich glaube, es ist doppelte sogar nur. Also nur in Anführungszeichen. Auch das schon. Ne? Und dann gibt es Leute, die sich Goldtools machen. Ja. Weil Goldtools sind ja quasi... Die zweitschnellsten, glaube ich sogar. Ja, haben aber keinerlei Haltbarkeit. Ja, ja. So, Ich bin ein Farmer und ich stehe hier draußen und mache ein Feld. Du. Ja, Eisen ist knapp das Doppelte von Stein. Laut Wiki hat Stein eine Haltbarkeit von 132. Eisen von 251. Warum sind das so krumme Werte? Keine Ahnung. Notch, so würfeln wir mal. Hier, Diamant brauchst du. 1562. Ich habe bestimmt noch irgendwo Diamanten. Ja, Diamanten für eine Hacke, ich weiß nicht. Och, es hätte zumindest ins Eisen gespart, ne? Achso, hier bin ich in der Wüste, dementsprechend habe ich hier keinen Regen. War kurz verwirrt, warum ich hier keinen Regen hatte. Ja. Aber ich habe ein Stück von der Wüste einfach überbaut. So, das fällt schon nicht auf. Ja, das Gras sieht zwar kacke aus, aber hey, was soll's. Ja, die Bäume sind auch grau, aber graue Bäume, let's go. Ich hab grad die Trapdoor geöffnet, in der Hoffnung, dass du
Wenn du da reinrennst. Leider nicht passiert. Schade. Ich bin trotzdem gerade schräg gelaufen. Ich weiß halt, was ich tue. Ich bin ein Minecraft Pro. Ich habe das Minecraft Survival Guide Buch gelesen. Oder wie auch immer das Ding hieß. Das ist eine Sache, die ich nicht verstanden habe. Wie Leute so 101 Minecraft-Tipps als Buch rausbringen können, ohne dass irgendjemand die Kacke aus denen rausgeklagt hat. Tja. So ist es so. Nee. Und dass sich das auch noch verkauft hat. Ja. Weil so ein, zwei Tipps sind natürlich not bad, so zu wissen. Aber ja, trotzdem. Ja, zum Beispiel hat mir ein Viewer mal den Tipp gegeben, dass ich wie schimpft es sich? Wenn du möchtest, dass eine Tür in eine bestimmte Richtung zeigst und du die quasi auf normalen Grund stellst, dass du dann einfach in die linke Seite irgendwie unterstützt. Mit einem Stein oder so. Dass du quasi Stein setzt und dann kannst du eine Tür dran setzen. Und die Tür ist dann quasi mit dem Scharnier an dem Stein. Ja. So, sehr schön. Wait. So groß ist das Feld gar nicht. So, jetzt springen wir ein bisschen auf dem Feld rum und dann. Großartig wäre es, jetzt hätte ich irgendwo ein Loch vergessen. Und das wäre jetzt wird nachher einfach alles wieder trocken werden. So, wo geht's zu deinem Lavaloch? Zu meinem Lavaloch. Erstmal zu unserer Insel. Frage, habe ich jetzt hier noch irgendwo ein Boot stehen? Bestimmt. Ich bin geschwommen. Ich meine, macht ja nichts. Ne? Hungerleiste bleibt ja voll. Auch wieder wahr. Hier ist der Damm. Damn! Und da ist ein anderer See. Und hier ist eine Höhle. Eine Höhle. Und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder. Hier wäre das Boot nicht gewesen, glaube ich. Ich glaube, das wäre ein weiter. Nee, da stand ein Boot. Ich bin aber der Meinung, das war eins von unseren, weil bei uns stand nur noch eins. Deswegen hatte ich das mitgenommen. What? Ja. Das war meins sogar. Ach, Quatsch. Ja, irgendwann wurde mir mal hier ein Boot geklaut. Ja, red du. Ja. Red du nur, ey. Das klau ich mir wieder zurück. Kann man im Wasser sprinten oder sowas? Oh, kann man. Ja. Wie funktioniert das? Ich drück die Steuerung-Taste, nichts passiert. Nee, du musst unter Wasser sein. What? Ja. Bullshit! Bullshit is true. Achso, oh, ich ertrinke dann auch noch, schön. Ja klar, logisch, bist du unter Wasser. Was? Torpedo-Modus aktiviert. Weißt du, als ob man nicht schnell schwimmen kann, wenn man mit dem Kopf über Wasser ist? Was ist denn das? Nee, über Wasser ist Brust schwimmen. Machst du doch. Nein, das ist Kraulen. Das ist kein Kraulen. Wie das Kraulen ist, ey. Nein. Doch. Wenn du im Wasser schnell schwimmst, dann machst du die Brustschwimmzüge. Ach, Quatsch. So, hier unten in der U-Bahn. Ich höre den Regen nicht mehr. So, da hatte ich nämlich noch im Kopf, dass hier relativ nah am Anfang, nämlich genau hier, dass wir hier ein Lava-Problem hatten. Ich entsinne mich daran. Genau. Die Lava ging bis etwa hier die Höhe, wo hier der kleine Überhang ist. Ne? Oh Gott.
oder? Ich komme gut hin, ne? Nee, also sogar bis zum Überhang, weil die Lava floss hier auf jeden Fall nach draußen. Also muss das bis zum Überhang gewesen sein, ne? Bis da oben war Lava. So. Hier ist Eisen. Ja, ich habe hier noch nicht alles rausgezogen. Das ist nur das Meer. Da hier ist Obsidian. Oh, und noch mehr Lava. Oh, da hatte ich hier noch irgendwas. Ja, gut. Ne? Weißt du, versichert er mir, dass alles sicher ist und ich sterbe fast an Lava? Da bin ich nicht weiter lang. So. Ne? Weil ich bin dann hier lang. Mhm. Ne? Hab hier so alles ein bisschen ausgeräumt. Hier ist noch eigentlich ein Obsidian, weil hier ging es dann wieder nach oben. dann ist hier so ein bisschen was. Das geht dann hier dann auch noch weiter. ne, hier geht's dann wieder nach oben. Da siehst du doch keinen See mehr. Bist du Neta gelandet auszusehen? ja, und also wenn ich. War das hier? Jetzt müsste ich mich gerade noch mal hier orientieren. Nee, hier war es nicht. Wo war das jetzt? Ich habe Eisen gefunden. weil hier war dann irgendwo auch noch ein zweiter Ausgang. Ich höre sogar noch Lava hier irgendwo. Bahnstrecke hin. Ja, hier unterm Obsidian. Ah. Hot Sauce Pops. Oh, shoot, ey. Ja. Ne? Ja, mindestens ein oder zwei Obsidian kriegt man hier raus, ne? Das verstehe ich. Ja, ein kleines Ding ist noch, hier ist noch Lava zu sehen. Hot Stuff. So. Hey, das ist Eisen. Ja. Du hast die Kohle gesehen! Und wenn wir hier nochmal rausgehen und der Bahnstrecke ein ganz kleines Stück weiter folgen. Gibt's noch ein oder was? Nee. Aber hier vorne bin ich dann wieder rausgekommen. Oh. Okay. Ne, der Lavasee ging irgendwie hier an der Seite dann hier durch und ja. Ach Mensch, hier schon wieder. Der war ein bisschen was größer. Minimal. Ach warte, das ist die Seite, die zu Nase führt, nicht? Nee, das ist die Seite, die zu dir führt. Also zu deiner Insel drüben. Ah, okay. Ich kann nicht Geografie. Ich kann Geografie nicht. Ja, jetzt weißt du, wo das ganze Obsidian herkommt. Übrigens, wie viel Platz? 1, 2, 3, 4, 5. Platz habe ich gerade. Ich kann ein bisschen Kram wegwerfen. Weil, nö. Ich würde gerne eine Blume rüberwerfen, ne? Aber sowas brauchst du halt nicht. Oh Gott. Das passt wohl nicht mehr. Dann weich die mal noch auf. Ja. Das ist eine Menge. Oh, du Jesus Lord Christ. Jesus Lord! das war natürlich nicht alles heute, ne? Also hier der V-Raum hier, den hatte ich schon erledigt. Bis da hinten hin. Und alles ab da hinten hin, wo es dann wieder hoch geht, das hatte ich dann heute gemacht. Ach, du grüne Neune. Ich wusste nicht mehr, dass wir so viel Obsidian oder Lava hier haben können. Ne, man kennt quasi so, man gräbt umher, man sieht so, ach, das ist ein Lava-Block. Ich kenn's. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das Ding so riesig wird. Dann klaue ich mal heute kein Boot. Wie geht's den Schildkröten, die ich neu gezüchtet? Das sind jetzt eine Menge. Oh ja. Vielleicht hätte ich nicht so viele neu züchten sollen. Ja.
Wo habe ich die anderen gezüchtet? Irgendwo bei dir, glaube ich. Hm. Aber wo, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wüsste sogar wo. Ich fühle mich halt einfach wie so ein U-Boot. So. Büp. 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 Ich bin doch jetzt klar über Wasser, du. Ah. Weißt du, selbst wenn das Kraulen ist, beim Kraulen kannst du auch atmen. Grundsätzlich ja. Na, da machst du zur linken Seite einatmen, machst du. Na, wenn du quasi mit dem rechten Arm übergehst, dann kommst du mit der linken Seite raus und machst du immer den Fisch. Den Fisch. Dann machst du den Fisch, ey. Wobei ich Rückenkraulen immer angenehmer fand, einfach weil ich natürlich einen Auftrieb hatte. Rückenkraulen, ah, das kriege ich hin. Ich habe ja auch mein Gottchen, was mein Bronzeabzeichen in der 6. Klasse gemacht. So, dadurch, dass ich quasi Rückenkraulen gemacht habe. So, ah, die Natur hat mir natürlich einen Vorteil gegeben, gepaart mit meinem schlechten Essenverhalten. Let's go! Ja. Du kennst Attack on Titan, ne? Natürlich. Ich hab ja hier diese Dammmauer und ich bin da gerade gesprungen und hab gerade einfach nur grün gesehen, mich so ein bisschen dabei gefühlt, so als würde ich einen Titan da sehen, so. Tja. So, dann bringe ich nochmal das hardest thing ever. Da ist ein Euphemismus drin. Ich wollte den gerade ansprechen. Ich habe nur gerade überlegt, wie ich es am besten anspreche. Aber ja gut, jetzt ist halt auch langweilig. Ich pack it full of hots. Die Sprache war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Ich so, oh, ich wollte Piratensprache machen, so aus Jux und Dollerei, ne? Mhm. Piratensprache ist Bullshit dagegen. So, die Hose kommen da rein, die eine Eisenschaufel kann da schon mal rein, die Schieren kann da rein. Die Setzlinge, mach ich nochmal ganz kurz, das kann da rein. Der Kübel kann rein. Das Schlabbo kann da rein. Bume kann da rein. What left to get? Oh, Jesus Christ. Ich krieg halt richtige Flashbacks, ne? Wieso? T-Game. Achso. Weißt du, was das Schlimmste ist? Na? Ich nenne Sachen noch immer so. Ich auch. Das ist so ein Müll bleibt einfach an einem hängen. Rip. Ja, stimmt wohl. Rip uns. Aber ich habe relativ viel geschafft, muss ich gestehen. Möchte ich behaupten. Vielen Dank deiner Hilfe. Die Sonnenblumen schauen halt nicht so beeindruckend aus, weil die halt zum einen zeigen die gerade Richtung nichts. Zum anderen sind sie grün. Ja, Mensch. Das ist doch so super. So, das heißt, jetzt muss ich nur noch die Häuser bauen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Nur noch die Häuser bauen. Finde ich auch schön. Ja, das wären halt so kleine Häuser. Die meisten werden vielleicht sogar zweistöckig. Dass es eine Bauernfamilie halt sein kann, wo mehrere in einem Haus leben. Mhm. Ne, aber nichts Fancyes. Werden halt alle in einem relativ ähnlichen Stil gebastelt. Vielleicht sogar mit Heudach. Aber ich habe noch nicht so viel mit Heu herumexperimentiert und irgendwie finde ich es nicht so hübsch. Ist halt Heu. Ja, könnte man das irgendwie so treppenmäßig machen, ne?
dass es ein bisschen glatter ausschaut, dann wäre es vielleicht noch besser. Du meinst so zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Quasi, ja. Und dann, ja komm, das Dorf mache ich irgendwann später, was dann kommt, ne, mit dem Dorfwall noch. Ja, das ist viel Arbeit. Das wäre dann wirklich Arbeit, weil ich dann die mehrere gute Häuser mit Funktionen und sowas machen muss. Ne, dann sowas wie ein Lebensmittelladen, dann vielleicht einen kleinen Schmied. Einen Schmidt? Ja, vielleicht nochmal eine Taverne. So innenmäßig. Wo dann quasi unten die Taverne, oben Zimmer sind. Dann Rathaus. Ja, also ein bisschen was habe ich, ja. Bei Rathaus, wenn es einen Bürgermeister hat. Doch ja, einen Bürgermeister kannst du haben, problemfrei. Weil da, wo das Portal ist in dem Haus, das ist ja quasi der Herr des Landes, der Baron. Wenngleich man ihn seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Niemand weiß, was mit ihm passiert ist. Lebt er noch? Blutigen Baron. Nee, ist ja keine Frau. Oh, oh, oh! Hat er den Witz gemacht? Tete, tete. Ich hab jetzt eigentlich auf den Bloody Baron aus Harry Potter angeschaut. Ach. Der blutige Baron. Der hat doch hier Ravenclaw, den Geist von Ravenclaw umgebracht, nicht? Also sie zum Geist gemacht. Soweit ich weiß, ja. Rowena war es, glaube ich. Nee, das war, soweit ich weiß, nicht Rowena selbst, sondern ach, ihre Tochter. Das war die Lady irgendwas, ne? Genau, die Grey Lady. Weißt du, der hat einfach noch. Das ist mir dank dem Harry Potter Podcast von Cold Mirror aufgefallen, dass er da noch immer Blut einfach hat auf sich. Ja, ja. Ich glaube, er hat zuerst sie, dann sich selbst umgebracht, ne? So war das. Also umgekehrt wäre es komisch. Avada Kedavra, Avada Kedavra! Habe ich auch mal irgendwann ein Video-Essay zugesehen. Ich habe es mir nicht angeschaut, aber halt eins mit dem, was sich halt damit beschäftigt hat, dass Avada Kedavra einfach ein dummes Konzept ist. Ne, diesen Instant-Kill-Spell. Ja, ist es. Und ja, ich kann es nachvollziehen. Es ist halt das Äquivalent eines No! No! Ich werde es gleich sehen. Hunderte von Blöcken, die ich nicht verkackt habe. Ah, shit. Ja. Ist jetzt doof. Ja, kümmere ich mich später drum soon, TM. Jetzt mal eine Diamantspitzhacke. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwo eine. Ja, doch, ich habe eine, das weiß ich sogar. Ja, gut, dann ist ja kein Problem. Die ist aber gerade im Lagerhaus. Und das Lagerhaus ist halt doch ein paar Schritte entfernt, ne? Oh, ich gehe zum Lagerhaus. Das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Hunderte von Blöcken, problemfrei. Tja. God damn it. Ja, passiert halt, ne? Passiert. Dürfte nicht. Ich bin sehr enttäuscht in mich. Wenn man... Bad ist. Wenn es an Fähigkeiten mangelt. Passiert halt, wenn du ein Schrubber bist. Bei Schrubber ja, muss ich daran denken, dass ich letztens in Hundekacke getreten bin. Ich hatte erst überlegt, ob ich sage... Ja, passiert. Was soll ich sagen, wenn man inkompetent ist, aber das habe ich dann doch gelassen. Das wäre ein bisschen arg böse gewesen und so böse wollte ich nicht sein.
Smooth Diggin. Ach, das war Fast Diggin. Oh Gott, ich musste kurz nachdenken, was das Futz bedeuten soll. Diemann Pickaxe. Ach du Scheibenkleister. Vielleicht ja. Stelle ich beim nächsten Stream das wieder um, dass ich wieder verstehe, was die Verzauberung bedeutet. So. Maker Moose finde ich auch geil. Vorschuhen. Weißt du, das wieder die Dinge, irgendjemand wurde bezahlt, das zu machen. Ja. Man hat gesagt, Joshua, hier, mach mal. Und Joshua hat 110% gegeben. Joshua hat's gesehen, ja. Gemacht. Ja, ja. Hat er gut gemacht, finde ich. Ja. Ich bin ja. Sehr amüsiert. So, du Schandfleck meiner Unfähigkeit. Jetzt passiert mir das höchstwahrscheinlich nicht nochmal, weil ich die Spitzhacke jetzt im Inventar habe. Ja klar, jetzt wäre es ja langweilig. Nice. Den vermutlich größten Raum abgeschlossen. Ich behaupte mal nur vermutlich. Ja, zack, zack. Muss ich mal drauf achten, warte. 64. Wie viel brauche ich hier für eine Linie? So. Etwas über ein halbes Stack. Ja. Das ist, boah, es geht, ne? Könnte schlimmer sein. Ja. Die andere Frage, die ich mir jetzt stelle, werde ich damit schon auf die Ebene, auf die Grundebene, auf die ich das hier haben möchte, kommen? Na, ich wollte ja so auf Block 20 oder so runter. Mhm. Na, und ich mache das ja momentan so treppenmäßig, ob ich damit jetzt schon runterkomme. Theoretisch muss ich damit ja nur 60 Blöcke in die Richtung schaffen. Knapp 70, glaube ich. Ich bin hier gerade auf Höhe 88. Warte, ich mach da auch mal so einen Riegel vor, bevor ich da Blödsinn mache. So. Kinderriegel! So sollte man eigentlich Sicherheitskram fürs Internet nennen. So Safe Browsing, so der Kinderriegel. Ich habe jetzt 2 Blöcke mit der Spitzhacke abgetan. Und Neverbreak 2 zeige ich nicht mal an, dass da was angeditscht wurde. Ja, das ist normal. Wie funktioniert das mit Unbreakable? Unbreakable funktioniert, wenn ich es richtig mitbekommen habe, so, dass du mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit keine Haltbarkeit verlierst, wenn du einen Block abbaust. Ah, ich dachte, das wäre einfach nur ein Modifikator. So. Bin hier unten schon auf 60, das heißt 40 Blöcke. Auf welchen Wert muss ich achten? Auf X. So, bop, bop, bop. Genau, also Haltbarkeit 1, beziehungsweise Unbreaking 1, hast du eine 50% Chance, dass das Werkzeug nicht beschädigt wird, wenn du es einsetzt.
Auf Stufe 2 sind es 67%, auf Stufe 3 75%. Hm. Das ist wirklich not bad. Ja, sodass rein rechnerisch Stufe 1 halt doppelt so lang hält, Stufe 2 dreimal so lang, Stufe 3 viermal so lang. Es regnet schon wieder. Gut, Knut. Herbert. 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 Werner, Eckart, die Russen kommen. Ach, alter Mann streckt sich. Das war überstreckt. Ich würde dann an dieser Stelle mich bei dir bedanken wollen und verabschieden wollen. Auch sehr gerne, sehr gerne. Hm? Danke fürs dabei sein. Danke fürs Obsidian und gerne irgendwann mal wieder. Ja. Das war Mod 366 links unten in der Videobeschreibung später. Andernfalls müsst ihr jetzt gerade, wenn ihr auf Twitch seid, halt einfach zugucken. Ja. Oder so. Gut. Genau. Ich vermute mal, dass niemand von der Streambar noch online ist, neben mir. Mittlerweile nicht mehr, nein. Vor vielleicht einer halben Stunde oder sowas war Kapfschmied noch online, aber mittlerweile nicht. Sie alle überholt. Yes! Strike. Strike. Gut, dann schaue ich nochmal ganz schnell eben tun, schnell. Was passieren hier gerade für Dinge? Das ist okay. Kein komischer Sound, der abgespielt wird. Wow, ich liebe es, dass Twitch einfach, dass mein Browser weiß, dass ich bad bin im Schreiben. Okay, keiner von meinen Bekannten ist online. Das heißt, das kann ich niemanden drüber hosten. Tja. Das ist dann halt so, ne? Käfix bei. Gut, dann jetzt einmal hier auf Streamende gehen. Vielen lieben Dank an alle, die dabei gewesen sind. Nochmal vielen lieben Dank an Mr. Pascal für seine Bits, Büli für 8 Monate Treue, Greifer für den Follow und Kai für seine neuen Bits. Danke nochmal an Mod fürs dabei sein und man stört und hört sich Freitag höchstwahrscheinlich wieder, wenn es weitergeht mit Bioshock. Bis dahin und tschüss. Tschüssen.